Hallo und herzlich willkommen im Festsaal meiner schönen Schule. Das Video hier ist mein erstes wirkliches Antwortvideo auf jemanden. Und zwar bin ich sozusagen herausgefordert worden, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es wirklich eine Herausforderung war. Aber ja, wir gucken uns diese Herausforderung mal an. Und zwar habe ich die unter einem meiner letzten Videos gefunden. Also die Herausforderung war, da hat jemand gesagt, die Sternbewegungen am Himmel würden nicht zu einer sich drehenden Erde passen. Das hat dieser User mir schon vor längerer Zeit mal gesagt. Und ich muss zugeben, ich bin wahnsinnig gutgläubig und habe mir gedacht, das hat er bestimmt ausprobiert. Und wenn man eine Kamera so kippt, dann entstehen eher Linien als Kreise. Ich hatte das einfach mal so akzeptiert. Ja, und habe mir dann überlegt, woran kann es liegen? Ich habe dann mit ihm diskutiert, habe gesagt, die Kamera kippt, aber auf der Erde dreht sie sich doch mit der Erde mit. Das ist doch ein Unterschied. Und ich muss mich an meine eigene Nase fassen. Ich habe nicht genau überlegt. Ich habe einfach gedacht, er muss das ja ausprobiert haben, sonst hätte das ja nicht behauptet. Und ja, jetzt kam diese Herausforderung sozusagen. Und ja, mit 10 Euro war es leider nicht getan. Ich habe ein neues Stativ gebraucht, mit der ich diese Bewegung simulieren kann. Aber mein altes war sowieso fällig für die Entsorgung und ich habe mir ein neues gekauft und habe das in dem Festsaal unserer Schule mal aufgebaut. So sieht der Versuchsaufbau aus. Das ist die Blickrichtung. Und jetzt habe ich hier eine Kamera, die senkrecht zu dieser Achse steht. Die Kamera können wir um diese Achse drehen und wir kippen sie nach vorne. Das ist also die Blickrichtung Osten. Was würden wir jetzt erwarten, wenn es sich so verhält wie am Himmel? Dann hätten wir in der Mitte eine gerade Linie und das wäre der Himmelsäquator. Die wäre senkrecht, weil wir uns jetzt sozusagen am Äquator befinden und rechts und links hätten wir gebogene Linien. Jetzt muss man sagen, die können nicht sehr stark gebogen sein, weil die Öffnung nicht so groß ist, aber sie müssten erkennbar gebogen sein. Jetzt schauen wir uns mal ein Video an, was ich gemacht habe. Ja, das sah ziemlich gerade aus, ne? Das sah verteufelt gerade aus. Was machen wir denn da? Wir können es ja nicht so genau sehen, wie ich schon gesagt habe. Müssen wir mal gucken. Gucken wir uns doch mal die Decke an. Da haben wir wunderschöne Lampen. Die können wir benutzen, um Lamp Trails zu machen. Also keine Star Trails, sondern Lamp Trails. Ich habe jetzt also eine Langzeitbelichtung gemacht und die Kamera genauso gedreht wie gerade im Video. Und dabei ist herausgekommen, dass hier, also in der Mitte haben wir eine senkrechte Linie, den Himmelsäquator. Links drehen sich die Sterne so rum. Das ist also gegen den Uhrzeigersinn, nördlich davon. Und südlich davon drehen sie sich, wenn sie von unten nach oben wandern, im Uhrzeigersinn. Das passt. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es ist ein Weitwinkelobjektiv, rechts und links wird es verzerrt, ist klar. Aber ist es wirklich so? Ich habe die Kamera mal ein bisschen gedreht, denn es ist ja natürlich langweilig, immer nur nach Osten zu gucken. Gucken wir jetzt mal nach Nordosten. Also eher nach Ost-Nordosten, denn ich dürfte die Kamera natürlich nur so weit drehen, dass die Blickrichtung von vorhin, also genau nach Osten, dass die immer noch im Bild ist.
Jetzt gucken wir uns das Video mal an. Achtet, während das Video läuft, doch mal auf den rechten und den linken Bildrand. Und weil man auch hier natürlich es nicht so schön sehen kann wie auf einer Lamp-Trail-Aufnahme, kommt auch hier wieder ein Foto. Also wir können ganz eindeutig sehen, hier haben wir immer noch den Himmelsäquator, der ist immer noch gerade und je weiter weg, desto stärker gekrümmt. Ich habe noch eine weitere Aufnahme gemacht und es noch so weit nach Norden gedreht, dass man jetzt auch den Polarstern sehen kann. Dazu muss ich jetzt natürlich sagen, die Kamera kann keinen Horizont simulieren. In der Mitte des Bildes wäre jetzt im Original auf der Welt der Horizont. Die Kamera kann natürlich aus ihrer Blickachse nach oben und nach unten gucken. Wir können, wenn wir auf der Erde stehen, natürlich nur nach oben gucken und können die untere Hälfte nicht sehen. Das ist aber, glaube ich, klar. Was deutlich wird, und zwar so deutlich, dass ich keine weitere Trailaufnahme gemacht habe, ist, dass ich die Gestirne beziehungsweise die Gegenstände im Saal um dieses DIN A4-Blatt drehen, das ich als Polarstern dahin geklebt habe. Ja, jetzt gehen wir mal vom Äquator in unsere Breiten. Ich zeige euch das mal. So stand die Kamera am Äquator und jetzt gehen wir nach Norden. So habe ich die Kamera in der nächsten Einstellung eingestellt. Und ich habe halbwegs darauf geachtet, den richtigen Winkel einzustellen. So ist die Kamera jetzt und zur Waagerechten ist sie ungefähr 50 Grad geneigt für Deutschland. Wenn wir uns jetzt die Aufnahme ansehen, haben wir natürlich nicht mehr die komplette Breite der Kamera, um nördlich und südlich des Himmelsäquators möglichst weit wegzugehen. Das ist alles schmaler, also noch schwieriger zu sehen. Ich lasse die trotzdem mal laufen. Ja, und weil man es wie gesagt noch schwerer sehen konnte, auch hier eine Aufnahme mit Langzeitbelichtung. Als erstes können wir sehen, dass ich ein bisschen gewackelt habe beim Auslösen, aber das stört hoffentlich nicht. Wir können wieder wunderbar sehen, wir haben den Himmelsäquator, der ist jetzt schräg. Ich habe bei der Langzeitbelichtung nicht genau diese 50 Grad hingekriegt. Es ist ein bisschen zu flach. Es ist ungefähr so flach, wie es in Island wäre. Aber das ist egal. Wir können sehr schön sehen, nördlich des Himmelsäquators drehen sie sich gegen den Uhrzeigersinn. Südlich drehen sie sich im Uhrzeigersinn. Und es ist wichtig, es ist nördlich und südlich des Himmelsäquators. Nicht nördlich und südlich von uns. Das ist die Linie, die von im Osten genau senkrecht hochgeht. Also alles, was links ist, ist nördlich von uns. Aber es kann eben südlich von uns sein und trotzdem nördlich des Himmelsäquators. Das ist auch wichtig. Und ich muss noch kurz auf den User eingehen vom Anfang. Der hatte noch was geschrieben.
Und da will ich kurz darauf antworten, weil das eben so schön mit diesen Aufnahmen geht. Also er hat gesagt, du behauptest, dass der Himmelsäquator immer fix sei, egal wo der Betrachter steht. Jetzt ist die Frage, was ist mit fix gemeint? Wenn er damit meint, immer dieselben Sterne stehen auf dem Himmelsäquator, dann ja. Aber der Himmelsäquator ist ja, wie wir gesehen haben, am Äquator senkrecht, bei uns schräg. Und am Pol ist er sogar waagrecht. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Also er ist nicht fix. Es hängt davon ab, wo wir auf der Erde stehen, wie er liegt. Er geht immer genau von Ost nach West und ist immer eine gerade Linie. Insofern, das ist fix. Dann sagt er zu mir, du behauptest ferner, dass sich die Sterne links und rechts des Himmelsäquators mit bzw. gegen den Uhrzeigersinn gleichzeitig drehen. Jawohl, habe ich gesagt, wobei ich links und rechts nicht so gern benutze. Ich benutze lieber nördlich und südlich. Und zwar, wichtig, nördlich und südlich des Himmelsäquators. Nicht nördlich und südlich von uns. Das wird jetzt wichtig. Denn hier schreibt er, jetzt verkündest du, dass auf einem Breitengrad von, sagen wir, 50 Grad auch die Sterne rechts und links, also im Süden und Norden, auch jeweils gegenläufig drehen. Und hier ist, glaube ich, das Missverständnis. Das lese ich jetzt so, als hätte ich behauptet, nördlich und südlich von uns. Aber das habe ich nicht. Ich habe immer nur gesagt, nördlich und südlich des Himmelsäquators. Und die nächste Frage, die sich anschließt, nun meine Frage, warum drehen die Sterne zwischen dem 50. Breitengrad und dem Äquator dann nicht auch um den Südstern? Habe ich gerade jetzt gesagt, weil sie eben nördlich des Himmelsäquators sind. Sterne können südlich von uns sein, aber immer noch nördlich des Himmelsäquators. Das ist das Einzige, was zählt für die Drehung, ob jetzt ein Stern im oder gegen den Uhrzeigersinn sich dreht. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen anschaulich. Und ich bedanke mich bei dem User. Ich habe jetzt auch wieder was gelernt, weil ich mir vorher tatsächlich da keine Gedanken drüber gemacht habe, wie schön einfach man das doch simulieren kann. Also, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.